Heute geht es darum, mal nachzuprüfen, was das Evangelium ist, was die Apostel über das Evangelium gepredigt haben und ob jene, die an die Trinität glauben, an das wahre Evangelium glauben oder an jene oder ob jene, die an den Vater als den allein wahren Gott und nur den Vater glauben, dem wahren Evangelium folgen. Denn das ist das, was mir immer wieder vorgeworfen wird. Und wir wollen das heute einfach mal an der Schrift prüfen. Ich möchte dazu ganz kurz einen Umriss geben von dem, was jene in der Trinität glauben, ja, was deren Gottesbild sagt. Die glauben, dass Gott seinen Thron selbst verlassen hat. Sie glauben, dass Gott sich zum Menschen und Gottesknecht erniedrigt hat, ein Leben voller Leid und Entbehrung gelebt hat, einen schrecklichen menschlichen Tod erfahren hat, der unsterbliche Gott hat einen schrecklichen Tod erfahren. Komme ich aber in einem anderen Video nochmal zu, sich selbst ein Leben voller Mühsal zugemutet hat, nicht versagt hat bei Versuchungen und so weiter. Ja, und seinen Geschöpfen bewiesen hat, wie sehr er uns liebt, indem er bereit ist, das alles zu tun. Wir wollen aber nicht auf unser romantisches Gottesbild verharren, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen, sondern wir wollen gucken, was wurde eigentlich von den Aposteln verkündigt. Denn wir lesen in 2. Korinther 11, Vers 4 eine sehr deutliche Warnung vor dem, was in der Schrift, in der Zukunft passiert. Und wir lesen das in 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, und ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Ja, es kommt also etwas Aussagen über Gott, über das Evangelium und auch über Jesus, die wir eventuell lieber annehmen würden, weil das vielleicht ein bisschen nahbarer wirkt, vielleicht ein bisschen weniger Konsequenzen hat für unser Leben in Gehorsam und vielem anderen. Auf jeden Fall scheint es irgendwas zu geben, warum das andere Evangelium eher ertragen wird. Und das Evangelium, das mittlerweile nach meiner Ansicht sehr gerne ertragen wird, ist das der Institution Kirche, was einen dreieinigen Gott impliziert. Wir wollen aber einfach gucken, was die Apostel gepredigt haben, weil das war die Urgemeinde. Und es geht nicht darum, was irgendwelche Schriftgelehrten, ein Prediger und was auch immer heutzutage sagen. Es geht schlicht und ergreifend darum, was sagt die Schrift und nur was sagt die Schrift. Und dementsprechend gucken wir, was das Evangelium ist, was die Apostel gelehrt haben. Ich habe einige rausgesucht, einige Stellen über das, was die Apostel gelehrt haben. Und ich fange an, wie so oft mit Apostelgeschichte 2, ab Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selber wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten als Holz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten werden würde. Ja, also es wird ganz klar gesagt, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch aufgewiesen, dass die Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn tat, nicht die Gott als er tat, das wäre ja eigentlich die plausible Erklärung, wenn Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch wäre, steht da aber nun mal nicht. Den hat Gott auferweckt, ja, da sieht man eigentlich schon relativ deutlich, da steht nichts davon, wahrer Gott, wahrer Mensch oder was auch immer, da steht einfach ganz, ganz klar, Jesus, diesen Mann, ja, das ist eine ganz, ganz klare Definition, und Gott wirkte durch ihn, auch sehr, sehr klar genannt, den hat Gott auferweckt, auch sehr, sehr klar genannt und vieles mehr. Ich kann natürlich auch empfehlen, die Verse dazwischen weiterzulesen, aber ich werde weiterlesen ab Vers 32, weil das nochmal sehr, sehr klar wird, ab Vers 31. Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Ja, ist natürlich fragwürdig für einen Gott, der Geist ist, aber das wird dann ja versucht, über die zwei Naturenlehre herzubiegen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Das ist das, was heute schon einige nicht mehr kundtun. Die sagen, Jesus hat sich selbst aufgeweckt, ja, obwohl die Apostel ganz klar bezeugen, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Nicht Jesus hat sich selbst auferweckt. Ja. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat durch den verheißenen Heiligen Geist des Vaters, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört.
Und dann schließe ich noch ab. Wie gesagt, könnt ihr alles lesen. Ja, auch Vers 34 verbindet mit Psalm 110, dass Jahwe und Jesus verschiedene sind. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. So. Ja. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Eine relativ klare Botschaft über Gott und über den Mensch Jesus Christus. Ja, über Gott, der durch Jesus Christus wirkte, über Gott, der Jesus auferweckte, und da brauchen wir keine Philosophien und nichts anderes. Ja, und wir lesen weiter. Wir gehen direkt zum nächsten Kapitel. Ja, weil das nächste Kapitel hilft schon ein Stück weit, diese Zerschlagung von dem, ja, vielleicht ein bisschen romantischen Gottesbild. Apostelgeschichte 3, Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ja, auch da nochmal ganz kurz. Wir haben auf der einen Seite der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, wurde zum Knecht und hat sich hinterher selbst verherrlicht. Nein, das steht da nun mal nicht. Den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenkt, aber den Fürst des Lebens habt ihr getötet. Jetzt geht es um den Fürst des Lebens, unser Herr Jesus Christus. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Wieder bezeugen die Apostel, dass Gott diesen Jesus auferweckt hat. Die bezeugen nicht, dass Jesus sich selbst auferweckt hat. Die bezeugen, dass Gott, eine Instanz, den Jesus, die andere, auferweckt hat. Und diese zwei sind nicht ein und derselbe. Ja. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Ja. Auch wichtig, Vers 18. So aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, nämlich, dass sein Christus leiden sollte, dass sein Gesalbter leiden sollte. Da steht nichts davon, dass er selbst leiden sollte. Nein, dass sein Christus leiden sollte. Ja, da lesen wir das Evangelium der Apostel, was nicht mit dem übereinstimmt, was andere versuchen, als armseliges Evangelium darzustellen oder versuchen, was andere versuchen, als das wahre Evangelium darzustellen, nämlich, dass Gott selbst gelitten hat. Nein, Gott hat durch seine Propheten verkündigt, dass sein Christus leiden sollte, nicht, dass er selbst leiden sollte. Das ist eine Aussage, die der Schrift fremd ist. So, dann gehe ich da direkt noch Vers 21, um zu verstehen, wie Mose, ja, der ja Gott kennenlernen durfte, wie Mose ihn denn verkündigt hat oder angekündigt hat. Wie hat Mose Jesus denn angekündigt? Hat Mose Jesus angekündigt als den Gott Israels? Wir lesen Vers 21. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Mose hat gesagt, in 5. Mose 18, Vers 15 und 18, Vers 19, ein Propheten wie mich wird euch Jahwe, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er euch zu sagen hat. Ja, wir sehen, selbst Mose verkündigt nicht, dass der Gott Israels Mensch wird. Nein, er kündigt Jesus Christus als Propheten an, auf den wir hören sollen. Und wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. So, da sind wir dann, wir können auch noch Vers 26, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und hat ihn gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder abwende von seinen bösen Taten. Wir gehen einfach weiter, Apostelgeschichte 4, weil auch da steht was sehr Einfaches und sehr Eindrucksvolles. Und ich weiß nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Ja? Man muss sich klar machen, was hier passiert. Ja, da hört sich sehr nach einem Gebet an. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Nicht gegen dich,
den heiligen Knecht, der du geworden bist. Nein. Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein rasches zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, seh an ihr Drohen und gib deinen Knecht mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freiheit. Wir sehen, dass die Lehre, dass Gott sein eigener Knecht wurde oder dass Gott sich erniedrigt hat und Gottes Knecht wurde, kein Teil der Lehre der Apostel ist. Kein Teil jener Lehre ist, die so viel Macht und Kraft mit sich hatte. Kein Teil jener Lehre ist, die doch die Begründung der Gemeinde ist. Die Apostel, ganz, ganz klare und deutliche Worte, ja. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, reden das Wort Gottes mit Freimut. Und sie haben vorher nichts über Dreieinigkeit gesprochen. Nein, sie haben über Gott gesprochen und über Gottes Knecht Jesus Christus. Alles links und rechts davon, alles darüber hinaus, brauchen wir schlicht und ergreifend nicht für das Evangelium und zur Verkündigung. Und wer darüber hinausgeht, muss sich eben auch klar machen, dass er was anderes verkündigt als die Apostel. Wir wollen auch Apostelgeschichte 5 vorlesen. Na, man sieht, das geht durchgehend. Ich habe das nicht komplett durch die ganze Apostelgeschichte gemacht, könnte ich auch machen, aber das war mir einfach die Mühe nicht wert, weil die meisten werden auf die Bibelstellen gar nicht eingehen, sondern werden von Anfang an versuchen, auf ihre Theologie, auf ihre Dogmatik hinzuweisen, anstatt auf die Bibelstellen einzugehen. Aber das werden sie eines Tages nicht von mir erklären müssen. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und getötet habt, aus der Luther 2017. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Auch hier wieder ein Bewusstsein. Angeblich hat Gott sich ja dazu entschieden, Gottes Knecht zu werden, ja, und sich dann wieder auf seinen Thron zu setzen. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünde zu geben. Wir sehen also, Gott zum Gottesknecht sehe ich da nirgendwo. Wir sehen, Gott hat diesen Jesus, ja, auferweckt und dann durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland. Ja. Um Israel Buße und Vergebung der Sünde zu geben, das ist das Evangelium. Ja. Aber wir sehen nichts davon, dass er wieder Gott wurde oder dass er heute als Gott und Mensch gleichzeitig existiert oder was auch immer, das lesen wir da alles nicht. Ja. Und da sieht man genau das, was in 2. Petrus, in 2. Petrus 2 steht das, glaube ich, 2. Petrus 2, wovor davor gewarnt wird. Ja, vor Lehren, die dann kommen, ja, ich möchte das kurz vorlesen, aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Ja, 2. Petrus 2, Vers 3, erdichtete Worte wie Trinität, erdichtete Worte wie Dreieinigkeit, erdichtete Worte wie Hypostasen und was auch immer. Ja, das sind dann so viele Worte und Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und alles Sachen, die in der Schrift so in dem Wortlaut schlicht und ergreifend nicht zu finden sind. Aber den meisten Leuten ist es egal, was in der Schrift steht. Sie haben ihr Bild und suchen dann die Schriftstellen dazu raus. Wer macht das auch? Richtig, der Satan in der Wüste bei der Verführung von Jesus. Er benutzt die Schrift und versucht, Jesus zu verführen, indem er einzelne Schriftstellen aus dem Kontext nimmt und versucht, Jesus damit in die Irre zu führen bzw. ihn zu manipulieren. Und das ist genau das, was wir heute in vielen Fällen sehen. Das ist eine ganz klassische und bekannte Strategie. Dann haben wir nach Apostelgeschichte 5 gehe ich einfach in Apostelgeschichte 7. Eine von den wenigen Bereichen im Neuen Testament, ich glaube von 2, wo tatsächlich zu Jesus direkt gerufen wird nach seiner Verherrlichung. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Er aber, voll des Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes. Also haben wir erstmal die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus zur Rechten Gottes. Manche versuchen dann zu sagen, ja, das ist geistlich gemeint. Auf welcher Grundlage? Na, wenn da steht, die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes, sollten wir das doch einfach annehmen.
Jesus zur Rechten Gottes. Ist natürlich dann schwierig, wenn man an einen dreieinigen Gott glaubt, aber dann muss man halt gucken, ob man an seinem Gotteskonzept arbeitet. Das macht man ja sowieso scheinbar ganz gerne. Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Oh, der Menschensohn ist also ganz eindeutig zur Rechten Gottes. Ja, und dementsprechend brauchen wir über nichts anderes zu sprechen. Ja, Jesus ist der Menschensohn und der ist zur Rechten Gottes. Und wenn dann irgendwer versucht, ja, das ist dann, ja, ist dann der Menschensohn, ist dann Mensch Jesus und dann in Gott ist dann Gott Jesus impliziert, das funktioniert nicht mit den ganzen anderen Bibelstellen, wo ganz überdeutlich steht, Jesus ist zur Rechten Gottes. Ja. Und wenn man das dann versucht zu verbiegen, um sein eigenes Evangelium durchzudrücken, dann muss man sich halt klar machen, eines Tages muss man das erklären. Ja. Und in den Situationen, wo zu Jesus gerufen wird, ist es übrigens so, dass Jesus vorher gerufen wird. Wenn du also Jesus siehst, darfst du problemlos zu ihm rufen. An sich sollten wir aber so beten, wie Jesus gelehrt hat in Matthäus 6, nämlich zum Vater und in Jesu Namen. Im Gegensatz zu vielen Leuten und Schriftgelehrten heute haben die Apostel die Schrift verstanden und gesund ausgelegt, und zwar unabhängig von Dogmen. Und das zeigt sich auch in Apostelgeschichte 8. In Apostelgeschichte 8 wird vorgelesen aus Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seinen Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Ja, wir lesen, auf geht's weiter. Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Das von sich selbst oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und dann lesen wir doch mal, ob in Jesaja 53 nach, ob das Evangelium sagt, dass Gott selbst Knecht wurde und die Schuld und selbst den Leidensweg auf sich nahm und dann als wahrer Gott und wahrer Mensch die Sünde trug. Und wir lesen in Jesaja 53, wir gingen alle in die Irre wie Schafe ein, jeder sah seinen Weg, aber Jahwe warf unser aller Sünde auf ihn. Ja, nicht auf sich. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ja, und wir lesen sogar noch weiter, wenn wir kurz danach gucken. Aber Jahwe wollte ihn zerschlagen mit Krankheit. Ja, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Jahwes Plan wird durch ihn gelingen. Ja, also Jahwes Plan gelingt durch Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Aber nicht Jahwe wird Mensch, ja, nimmt die Schuld der Welt auf sich und dadurch erfüllt sich der Plan. Nein, Jahwe schickt ganz klar oder lässt die Sünde ganz klar auf jemanden gehen, der nicht Jahwe selbst ist. Was natürlich der Dreieinigkeitslehre widerspricht, die sagt, dass Jesus Jahwe selbst ist. Aber man kann natürlich das Evangelium so kompliziert wie möglich machen, weil dann ist es eben auch ein Privileg, Sachen zu verstehen, und man kann sich über andere hinwegsetzen und sagen, du verstehst das nicht, du hast den Heiligen Geist nicht, du bist kein echter Christ und so weiter. Da sieht man dann ganz schnell, dass das Hochmut diese Herzen regiert. Und wir lesen auch in Apostelgeschichte 10, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes prägte, wie Gott Jesus von Nazareth, ja, also Gott, eine Person, hat Jesus von Nazareth gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft. Das ist die einzige Form, in der Trinität vertretbar ist in der Schrift, nämlich Gott, Jesus und Heiliger Geist. Ja? Aber wenn man Jesus und Heiligen Geist als Gott bezeichnet, hat man Gott, Jesus Gott, Heiliger Geist Gott, was wiederum viel Götterei wäre, weil wir haben von den Aposteln selbst klar definiert, wer Gott ist, und das war nur der Erstgenannte. Der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn er war Gott. Nein, nein, da steht er nicht. Denn Gott war mit ihm. Etwas ganz anderes. Ja. Wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht im ganzen Volk, sondern uns. Den von Gott erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Ja,
Auch hier, wir lesen nichts von einem Evangelium, das was anderes sagt, als dass Gott den Jesus Christus, seinen Christus, auferweckt hat. Und da brauchen wir nichts anderes. Wir lesen auch nichts vom Heiligen Geistesgott, aber da wollen die Leute sowieso nicht hören und prüfen. Wir lesen aber noch zum Abschluss vor, in Verbindung mit zwei Psalmen, Apostelgeschichte 13. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen war, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Okay, schauen wir uns mal Psalm 2 an. In Psalm 2 ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, der dem Evangelium der Dreieinigkeit widerspricht, die ja sagen, Jesus ist Jahwe. Wir lesen Vers 2 vor. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wider Jahwe und seinen Gesalbten. An alle, die glauben, Jesus ist Jahwe, die Bibel lehrt was anderes. Die Bibel lehrt Jahwe und sein Gesalbter. Zwei Personen. Wir könnten auch jetzt zu Psalm 110 springen natürlich, wo Jahwe zu Jesus spricht. Aber das wollen die meisten nicht hören, weil sie lieber in ihrem Bereich bleiben, in dem, was sie glauben, weil sie müssten sonst eingestehen, oh, ich habe öffentlich was anderes gepredigt und habe mich schwer versündigt. Dass er ihn von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen hat. Hat er so gesagt, ja, in Jesaja 55, Vers 3. Ja, ich will euch die Gnade, die David verheißen hat, treu bewahren. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle im Psalm 16, Vers 10, auch den möchte ich kurz vorlesen, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Ja, auch lesen wir im Psalm 16 kurz die Positionen nach. Wir sehen Jahwe und seinen Heiligen. Wir sehen, du wirst meine Seele nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Jahwe und sein Heiliger. Nicht Jahwe und Jahwe selbst in Knechtform oder was auch immer. Und da sehen wir eindrucksvoll und doch relativ einfach, wie ein falsches Evangelium sich etabliert und vor allen Dingen auch angenommen wird. Und wir müssen lernen zu prüfen. Wir müssen lernen nachzulesen und wir müssen gucken, stimmt das, was ich glaube, mit der Schrift überein? Ja, und es ist überdeutlich, das Evangelium, was die Apostel gepredigt haben, stimmt zu 100% mit dem Evangelium überein, was Jesus gepredigt hat, natürlich. Und zwar gebe ich einmal die Kurzfassung von dem, was Jesus gepredigt hat, bezüglich des Evangeliums. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wir lesen hier nichts davon. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selbst Knechtsgestalt annehmen, dass er selbst litt und was auch immer. Nein, das lesen wir da alles nicht. Wir lesen Gott und wir haben nur einen Gott. Das ist gemäß Johannes 17, Vers 3 der Vater. Und der sendet seinen Sohn. Nichts anderes, nichts links, nichts rechts. Und wenn man das, nur das liest, und das kann man jedem Kind und jedem Atheisten und eigentlich jedem vorlesen. Und dort steht nichts von Dreieinigkeit. Dort steht Gott und sein Sohn. Da muss man sich fragen, wer bin ich zu sagen, die beiden bilden zusammen mit dem Heiligen Geist eigentlich einen Gott, aber in der Stelle ist nur der Vater gemeint. Nein, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So einfach. Die Stelle lesen, es gibt Gott und es gibt seinen Sohn. An den sollen wir glauben, genauso wie an Gott. Das ist auch das, was Jesus in Johannes 14, Vers 1 sagt. Glaubt an Gott,
glaubt auch an mich. Und dann brauchen wir keine drei Personenlehre und drei Hypostasenlehre und zwei Naturenlehre und was auch immer. Was sind diese drei Sachen? Erinnern wir uns an 2. Petrus 2, Vers 1, 2, Vers 3. Aus Habsucht werdet sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. So ist es. Ja. Die zwei Naturenlehre, die drei Hypostasenlehre, die drei Personengottheit und so weiter, das sind alles Begriffe. Die brauchen wir nicht fürs Evangelium. Und es ist relativ einfach. Entweder wir nehmen die Schrift und halten sie hoch, oder wir lassen es. Na, wenn wir nur immer die gleichen Bibelverse nehmen und auf andere Einwände nicht eingehen, dann ist es vielleicht Zeit, ins Gebet zu gehen, statt in den Internetkrieg. Gottes Segen und viel Erfolg beim Prüfen.